So, dann können wir jetzt auch die Entity erstellen. Dafür nehmen wir den Generate Doctrine. Ist richtig, ja. Entity. Den führen wir einfach aus. Der ist wieder interaktiv, wie die Generate Bundle Befehl. Man soll jetzt hier einen Namen eingeben. Da steht auch oben drüber ein Beispiel. Webdev Block Bundle. Und die Entity soll Post heißen. Konfiguration per Annotation ist richtig. Und jetzt kann man hier die Felder definieren. Sämtliche Typen, die es gibt, stehen dann hier drüber. So, was brauchen wir für den Post? Zunächst einmal den Title. Das ist ein String und die Länge 255, super. Dann brauchen wir einen Slug. Wieso brauchen wir einen Slug? Der Slug ist hier oben quasi die URL, also wie man diesen Post ansteuert. Der muss halt ein bisschen sauberer sein, weil in der URL ist nicht alles erlaubt. Deshalb gibt es noch den Slug. So, der Slug. Der ist auch vom Typ String. So, was haben wir noch? Wir haben den Content, klar. Das ist jetzt nicht vom Typ String, sondern vom Typ Text. Da soll ein bisschen mehr rein. Dann haben wir Created at. Datetime hat er schon erkannt, sehr gut. Updated at. Und am Schluss noch die Klicks. Das ist vom Typ Integer. Sehr gut. Wenn man fertig ist, dann einfach ein leeres Feld angeben. Jetzt fragt er noch, ob eine Repository-Class erstellt werden soll. Ich werde jetzt hier mal schreiben Yes. Wie sich das auswirkt, sehen wir dann gleich. So, was hat er also gemacht? Schauen wir mal, es gibt einen neuen Ordner Entity und da ist jetzt Post und Post Repository drin. Schauen wir uns mal das Post an. Man sieht hier, es gibt verschiedene Annotations, damit wird es konfiguriert. Diese ganzen Annotations stehen in der Doctrine-Doku, die man so verwenden kann. Sollte man sich mal durchlesen. Ich erkläre jetzt hier nur die wichtigsten. Also wir haben einmal Table. Hier könnte man noch spezifizieren, wie die Datenbank-Tabelle heißt, wenn der Klassenname und die Tabelle unterschiedlich sind. Dann Entity. Hier wird die Repository-Class angegeben. Wichtig ist für Entity, dass dann nachher diese Klasse mit den Entity Manager verwaltet werden kann. So, die Repository Class haben wir hier. Da ist erstmal nichts drin. Das kann man sich so vorstellen wie bei Propel zum Beispiel, bei Symfony 1, dieser Peer. Ja, hier kann man dann nachher eigene Methoden definieren, um kompliziertere Queries zu machen für den Post. So, brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, dann werden hier die Felder definiert. Da möchte ich jetzt nicht so genau drauf eingehen. Das ist doch alles schon gut. Wie man sieht, er erstellt automatisch eine ID. Super. So, den Titel. Hier beim Slug möchte ich noch was ändern, und zwar möchte ich den Unique haben, weil man ja nachher so drauf zugreifen soll und da sollte es dann nur einen geben. Beim Content ist auch alles okay, so bei Created Add und Updated Add, die sollen ein Default Value haben. Man kann das machen, indem man einfach hier jetzt schreibt, gleich so und so. Ich mache das aber lieber in einem Konstruktor.
Function Construct kriegt auch keine Parameter. Und da setze ich jetzt die created add gleich new datetime. So, dieses datetime, da möchte ich das Standard PHP datetime nehmen. Weil wenn wir jetzt nur hier datetime eingeben, dann sucht er nach dem datetime in diesem Namespace. Da es aber da keinen gibt, müssen wir den globalen Namespace angeben. Also der von PHP. Das gleiche gilt für updated add. Datetime, jetzt hängt er hier. Ah, da hat er. Und dann gibt es noch ein Default Value bei den Klicks. Gleich 0. So, diese Default Values werden nur gesetzt vor einem Insert. Also quasi Pre-Insert. Ja. Wenn jetzt ein bestehender Datensatz geupdatet wird, dann hat das hier keine Auswirkung, weil intern funktioniert es so, es wird erst das Objekt initialisiert, also auch mit diesen Values hier, und dann wird und dann werden die Daten von der Datenbank in das Objekt reingeschrieben. Ja, das heißt, das hat im Prinzip nur Auswirkungen, wenn wir ein neues Objekt persistieren. Gut. So, dann gibt es aber noch einen Punkt, und zwar bei updated add, da soll automatisch bei einem Update eine neue Zeit gesetzt werden. Und man kann das bei Doctrine machen durch sogenannte Lifecycle Callbacks. YM haben wir hier. Has. Ich kann mir das auch nicht merken. Da schauen wir lieber in der Dokumentation nach. Hier. Na, war schon richtig. Has Lifecycle Callbacks. Man muss halt angeben, dass diese Entity hier welche hat, und dann kann man welche definieren. Und zwar definiere ich ein Callback für, nenne ich das mal onUpdate. So, wichtig ist, jetzt muss man noch hier natürlich. So, der Lifecycle Callback heißt Pre-Update. So, welche es da gibt, kann man auch in der Doku sehen. Es gibt hier Post-Load, Pre-Persist und so weiter. Pre-Persist brauchen wir nicht, weil wir Default-Values machen können. Wir nehmen aber Pre-Update. So. Diese Funktionen dürfen keine Parameter erhalten. Man darf quasi nur auf der Entity arbeiten, aber da wir das hier auch nicht brauchen, ich mal updated add gleich new datetime. Gut, damit ist die Entity soweit fertig und funktionsfähig. Hier sind jetzt nur noch Getter und Setter drin. Jetzt müssen wir natürlich noch die Table erstellen. Und dafür gibt es den Doctrine Schema Update Befehl. Werden wir uns gleich mal angucken. Konsole Doctrine Schema Update Befehl. Einfach mal ausführen. Mal sehen, was er macht.
Er führt hier noch gar nichts aus. Er sagt nur, er würde eine Query absenden. Man kann sich durch verschiedene Parameter, zum Beispiel Dump SQL, das SQL angucken. Dann sieht man hier, er wird das Create Statement machen und mit False haut er das dann in die Datenbank rein. Das geklappt hat. Da ist unsere Post-Tabelle mit den ganzen Sachen drin. Sehr gut. So, somit ist das Model quasi fertig.